kehrt um. Bitte, kehrt um, bevor es zu spät ist. Was macht ihr noch hier? Lasst mich raten. Ihr seid hinter dem Schatz her, nicht wahr? Wie all die anderen auch. Ich heiße Katria. Ich bin... war eine Abenteurerin. Ich habe 20 Jahre lang Ruinen wie diese durchforstet. Ich war etwas Großem auf der Spur. Es führte mich hierher und... ich... habe es nicht geschafft. Oh, ihr habt das Buch gelesen, nicht wahr? Die Ethereum-Kriege. Das war meine Theorie, wisst ihr? Meine Forschung, mein Lebenswerk, alles gestohlen. Von meinem verfluchten Schüler. Und so bin ich hier gelandet. Ich finde keine Ruhe. Nicht ehe ich die Schmiede und einen Beweis dafür gefunden habe, dass sie meine Entdeckung war. Meine, nicht seine. Aber es ist hoffnungslos. Ich bin hier gestorben wie all die anderen. Kehrt um. Kehrt um, bevor ihr das nächste Opfer werdet. Vielleicht. Andererseits habe ich das auch gedacht. Ich will euch nichts ausreden. Ich weiß. Ich weiß. Ich war einmal genau wie ihr. Nun, wenn ihr es wirklich schaffen wollt, werdet ihr etwas Hilfe brauchen. Wollt ihr, dass ich euch helfe? Also gut, dann führt uns. So, es müsste alles richtig eingestellt sein. Es dürfte eigentlich keine Probleme geben. Ich weiß nicht, warum das so leise ist. Zumindest hört es sich bei mir ein bisschen leise an. Ich werde nach der Aufnahme einmal gucken, ob alles in Ordnung ist, sonst machen wir einen Neustart. Aber machen wir erstmal weiter hier. So, hier geht's ja... Da oben ging es nicht weiter, genau, aber hier geht's... Da oben ging es nicht weiter. Hier geht's weiter. Warte mal. Vielleicht können wir das hier ein bisschen einstellen. Audio. Stimmen höher. Fußstapfen hoch. Effekte ein bisschen runter. Gesamtlautstärke hoch. Hier bin ich gestorben. Ich mein Tagebuch. Es war, wir werden es brauchen. Tiefer. Tagebuch. Pfeile nehmen wir auch mit. Und den Rest brauchen wir nicht. Dort. So, was steht denn in Ihrem Tagebuch? Siebzehnte Sonnenhöhe. Dieser hinterhältige Elf sei verflucht. Verflucht! Er stiehlt meine Notizen, meine Entdeckungen und veröffentlicht sie unter seinem Namen. 20 Jahre meines Lebens habe ich in diesen Ruinen herumgegraben. Und was bekomme ich dafür? Eine Widmung? Freundin und Kollegin. Herrje. Er macht sich über mich lustig. Aber ich werde die sein... die zuletzt lacht. Taron mag meine Theorie an sich gebracht haben, aber noch hat er keinen Beweis. Wenn ich die Schmiede als erstes entdecke, kann ich der Welt zeigen, dass dies meine Entdeckung ist und nicht seine. Vierte Saat. Ich habe eine
Hier der letzte Satz, Entschuldigung. Ich habe eine Spur. Die Schmiede wird in einem der vermoderten alten Bücher in Sjund erwähnt. Obwohl das Buch in katastrophalem Zustand war, konnte ich ihm ein paar nützliche Informationen entnehmen. Darunter eine Karte der Dwemer-Königreiche aus der ersten Ära. Ich muss sie nach meiner Rückkehr mit den heutigen Grenzen vergleichen. Hier ist das Ergebnis. Oben einmal eingezeichnet. Erstens, Arkentams. Dieses Arkentams wurde auch auf der Inschrift erwähnt. Es scheint sich um das Hauptzentrum für die Arterium-Forschung zu handeln. Dies scheint mir der beste Ausgangspunkt zu sein. Hier machen wir jetzt Stopp und lesen dann die anderen, wenn wir zu denen gehen. So, erstmal gehen wir hier nach unten und gucken mal, ob hier noch was ist. Aber hier scheint nichts zu sein. Gut. Hier ist die Katria. Cooler Name. Okay, Katria, dann lass mal los. Oh. Seid vorsichtig. Seit dem Beben ist hier alles ziemlich. Ihr gehört mir. Ich habe mich jetzt extra auf sie konzentriert und dann kommen da die Spinnen. Ganz schön unhöflich. Ich hoffe, ihr habt euch nicht so doll erschreckt wie ich. Oh, jetzt habe ich das Falsche mitgenommen. Wollte doch keinen Seelenstein. Gut, Katria, dann lass mal weitergehen. Oh, den Bolzen. Doch, die nehme ich. Ich wollte nur die Bolzen. Krieg das noch hin, dass ich nicht so viele Fehler mache. So. So, was haben wir hier? Nichts? Nichts? Das kann doch gar nicht sein. Ich sehe jetzt aber auch nicht wirklich was. Seht ihr was? Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, einfach nur. Einfach nur gar nichts. Gut, sie kommt auch nicht mit, das ist dann schon mal das ein Anzeichen dafür, dass ich hier falsch bin. Wer hätte es gedacht? Man muss nach oben. Katria, pass auf, nicht, dass wir hier runterfallen. Aha. Okay. Seht ihr das? Die Zwerge nannten sowas kinetische Resonatoren. Ziemlich selten, zumindest unter den Clans von Himmelsrand. Beruhigt sie einfach, dann machen sie, was auch immer sie machen sollen. Okay, bleibt offen. Und bleibt auch offen. Wunderbar. Falmer voraus. Falmer? Die verfluchten Dinger sind wie Fliegen. Es ist gleich, wie viele man tötet. So, dann kommt mal ran. Achtung. Dann machen wir halt den Schattenschleicher zuerst. Oh, der hat aber früh mit dem Finisher angefangen. Sehr früh. Nicht, dass mich das stört, außer dass ich jetzt schon wieder den Dwemer-Hebel eingesammelt habe, obwohl ich den gar nicht haben wollte. Oder den Dwemer-Hebel. Da unten geht's weiter, da sind auch noch mehr Falmer. Haben wir hier oben noch was? Weil ich weiß, hier gibt's irgendwo ein super seltenes Item. Will ich nicht verpassen. Da unten vielleicht was? Guck mal kurz. Ja, eine Truhe. Ich bin in den Arsch gebissen, hätte ich die nicht mitgenommen. Oh. Man hätte auch hier lang gehen können. Okay. Oh, Kriegssetzer. Bleib stehen. Sekunde. Ah.
Natürlich. So, Gato! Ja, dann können wir den jetzt auch nicht mehr erledigen. Aber jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind auf der anderen Seite vom Eingang. Falls meine Steuerung gerade ein bisschen verhäkelt ist, ich habe es geschafft, mir noch vor Weihnachten fett den Daumen anzuschneiden, vorhin mit dem Tapeziermesser. Ja. Schaffe ich häufig um solche Zeiträume herum. Habe ich früher schon geschafft. Vor den Sommerferien, Fuß gebrochen. Nächstes Jahr vor den Sommerferien, Arm gebrochen. Nächstes Jahr vor den Winterferien, Ungelenk gebrochen. Ich hab's drauf, ne? Aber gut, irgendwer muss ja das Pech pachten, ne? Brauche ich auch Leute, die das Pech mitnehmen, nicht nur das Glück. Gut, jetzt geht's ja. Ah, ich ahne Böses. Wenn ich mir das da oben angucke. Der Anblick war noch beeindruckender, bevor hier alles einstürzte. Also, hier gehört mir. Genau, ich sehe nur ganz blöde Sachen. Und blöde Falmer. Aber auch diese Höhlen. Ich hasse sie. Da springen die immer so raus. Und wenn man das nicht kennt, ist das super, super nervenaufreibend. Erstes Mal, dass mich so ein Falmer aus so einem Teil hier angesprungen hat, sag ich mal. Da habe ich noch einen Schleichcharakter gespielt. Also einen Assassinencharakter. Und Junge, habe ich mich eingeschissen. Okay, wir können hier links oder da rechts? Seht, dort drinnen ist eine Truhe. Aber die Tür ist fest verschlossen. Das ist kein Problem. Doch, ist wohl ein Problem. Ich kriege die Tür nicht auf. Warte mal, da gibt es doch einen Trick für. Ist hier irgendwo ein Hebel vielleicht? Warte. Die kriegen wir locker auf die Tür. Springt hier einer raus? Nein? Okay. Hier sind auch nur Falmer-Pfeile. Gab es nicht irgendwie so ein, Nee. Da hat's gerumst. Gab's hier nicht einen... Scheint doch nicht. Also ich meinte, so eine Balliste wäre hier gewesen, aber dem scheint nicht so. Da muss ich gleich nochmal vorne gucken, ob es da irgendwas gibt, wo man sich die Tür aufmachen kann. Gehen wir mal eben noch mal hin. So, gibt es etwas, womit wir diese Tür öffnen können? Einen Hebel. Eine Kette. Irgendwas in die Art. Ich würde da gerne rein, wenn da eine Truhe ist. Vielleicht. Ne? Oh. Lol, der kann gegen einen Geist kämpfen. Oh, zwei Dolche. Krank. Hätte er mal seinen Trank benutzt. Also, jetzt nochmal gucken. Gibt's hier vielleicht? Okay, kommt man nicht ganz hoch. Dann kann hier nichts sein eigentlich. Hier ist auch nichts. Auch nichts. Nichts, nichts. Kriegt man die Tür auf? Nur die Schimmerpilze. Gute Frage.
Weiß es nicht. Ist hier jetzt gerade nichts, womit ich die Tür hier aufmachen kann. Ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal weiter. Vielleicht kommt ja später noch was, womit man die öffnen kann. Oder, ich bin gerade einfach nur blind. Wahrscheinlich zweiteres. So. Oh, hier geht's runter. Oh, hier geht's aber richtig tief. Gut, dass ich unendlichen Atem habe. Können wir uns mal umgucken. Alter, ich sehe gar nichts. Das liegt alles an diesem ganz hellen Licht hier, damit ich auch gesehen werde und der Greenscreen gut genug ausgeleuchtet ist. Ich werde hier so richtig zugeflasht. Ist hier was? Nee. Auch nicht. Okay, dann wieder nach oben. Ich sehe hier nichts. Okay, da war nichts. Hier ist der Wasserfall. Haben wir hier auf der Seite etwas? Ach komm schon, lass mich hier auf den Stein. Nichts. Okay. Weiß ich nicht, wofür diese Einbuchtung hier ist. Aber ich möchte nicht vom Wasserfall erfasst werden. Frage. Vielleicht kann man da oben noch runterfallen. Und landet dann hier. Katria hat sich irgendwo verabschiedet hier. Oh, eine Kiste. Nett. Kann man alles mitnehmen. Ach, hier geht's auch raus. Wieder hoch. Okay. Naja, wenigstens haben wir eine Fallmarkkiste gefunden. Dann können wir mal weiter hier. Achtung! Hm? Was denn? Oh, fast runtergefallen. Ach, den meinte sie. Mit Achtung. Ich dachte, sie hätte da unten auch was bei sich. Ah, jetzt kommt mein absolutes Hass. Ich. Und dann auch noch zwei davon. Ich könnte kotzen. Nee. Widerlich. Und die kotzen mich die ganze Zeit an. Und da kommt noch so ein... Ah, wieso habe ich nicht mehr genug Magiker? Hungrig? Noch das? Ich esse mal was. Lebensmittelvergiftung. Oh, zum Glück. Immer noch nicht. Bin ich ausgekühlt? Hat der eine Waffe dafür? Ich nehme mal die Fackel. Vielleicht ist es ja die Kälte, die mich hier gerade, die mir hier gerade das Magiker wegnimmt. Tote. Wahrscheinlich die verstorben sind, ne? Ohne unsere Mithilfe. Es hört sich zwar nicht gut an, aber wir gehen mal hier hin. Ich wusste es.
Ist der Jäger noch? Nein, der Jäger liegt hier nicht mehr. Okay, hier geht's weiter. Ich hätte eigentlich gehofft, dass es hier nicht weitergeht, dass wir hier eben nur kurz in den Seitengang gehen. Und wir dann im Endeffekt wieder zurück zum Hauptgang gehen. Aber ich gucke trotzdem mal, ob es hier noch was gibt. Oder ob es hier einfach nur... Okay, hier geht's runter. Aber, ja... So kann man auch mit Fallmann umgehen. Oh, bis auf den Haltrand nehme ich alles mit. So, haben wir hier hinten noch was? Nein. Ich hoffe, es ist allen genehm, dass ich mir für die Weihnachtsfeiertage genau diese Quest hier rausgesucht habe. Oder diese Questreihe, nenne ich es mal. Das ist, passt, glaube ich, besser dazu. Denn zum einen ist mir nichts, wirklich absolut nichts Besseres eingefallen, was man wirklich an allen drei Tagen machen kann. Und zum anderen habe ich auch nicht so viel Auswahl. Bade, was gut reinpasst, sonst hätte man jeden... Kommt mir vor, als wäre es eine Ewigkeit her. Hey, da ist mein Bogen. Da, auf dem Baumstamm. Hä? Ich hatte mich schon gefragt, was damit passiert ist. Ja, dann nehmen wir den doch gleich mal mit. Und ja, wie gesagt, ich habe ja auch nicht mehr so viel Zeit, jetzt wählerisch zu sein. Daher... Hoffe ich, ist es angenehm. So, dann holen wir doch mal den Bogen. C4. So, und wer diesen Bogen noch nicht kennt, ich zeige... Passt gut darauf auf. Mach ich. Ich zeige ihn mal eben. Das ist ein sehr, sehr cooler Bogen, denn dieser C4 schießt 30% schneller. Wer sich jetzt denkt, das brauche ich unbedingt für meinen Bogencharakter. Ihr wisst, wo es ist. So, jetzt nehmen wir wieder die Fackel in die Hand, damit wir ein bisschen mehr sehen. Und können weiter. Okay, hier ist nichts. Vorsichtig. Nein. Komm schon. Schade. Da muss man doch irgendwie hochkommen, so wie der Baumstamm, der hängt, oder? Ich denke. Ja, okay, komm, lassen wir's. Nein, lassen wir's nicht. Mist. Denke, ich könnte das schaffen. Moment. Shit. Diese Ecke hier fällt man runter. Ne. Das wird zu lange dauern. Liegt 100 pro was rum. 100 pro. Es geht los. Was denn? Ah, Tore. Türbogen. Torbogen. Was haben wir denn hier? Ein Falmer, okay. Da auch nicht. Das ist sehr gut. Wieder keiner. Da unten ist noch was. Da könnten wir einmal rein. Ja, ja, das Tor kenne ich. Dann gehen wir mal eben nach unten. Heftig. Wir
müssen reden. Okay. Wisst ihr, was das ist? Ein Schloss. Ein Klangschloss. Einfach und sehr, sehr tödlich. Seht ihr die Resonatoren dort oben? Schlagt sie in der richtigen Reihenfolge, dann sollten die Türen aufgehen. Wenn ihr einen Fehler macht, nun, ihr habt ja gesehen, was bei mir passiert ist. Die wurde auch von der Falle getroffen? Erdbeben? Ja, ich dachte, ich wäre auf alles vorbereitet. Aber wie kann man sich auf ein verdammtes Erdbeben vorbereiten? Und das war nur eine der Fallen. Seht euch um. Wer weiß, was dieses Ding noch alles bereithält. Also der Typ hinter mir, der hat einen richtig fetten Bolzen. So ein Ding. So ein Ding. So groß ist das. Die Arme passen noch nicht mal ganz rein. Oh! Also ihr könntet dort weitermachen, wo ich einst aufhörte. Meine Notizen sollten noch in meinem Tagebuch stehen, falls ihr sie lesen könnt. Nun denn, vielleicht findet sich bei einem unserer Vorgänger ein Hinweis. Schauen wir mal. So. Eigentlich steht hier wirklich alles auch parat, was wir brauchen. Aber ich würde mal einmal eben in den Seitengang hier gehen, damit ich den nicht vergesse. Mal schauen. Okay, hier gibt es also nur, ich sag mal, in Theorie eine Abkürzung zum Eingang, wenn man da links runterspringen würde. Ja, aber das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt diese Resonatoren, nein, die Klangfalle machen. Oder Klangtür? Was, Klangfalle oder Klangtür? Mein Sieb funktioniert nicht mehr so gut. Ich muss mal meinen Arzt fragen, ob der ein neues hat für mich. Darf nicht so dicke Löcher haben, sonst vergesse ich immer so alles. Das Skelett hat keine Notizen. Das Skelett hat auch keine Notizen. Wobei, ich muss mal eben in die Ego-Perspektive. Zwergenpfeile. Nett. Aber ich meine, es gab doch... Ihr könntet euch doch etwas umsehen. Vielleicht weiß einer unserer Vorfahren noch Rat. Bin noch dabei. So, der hier hat ein Papierfetzen. Genau. Und was ist hier? Nichts. Okay. Aber es gibt, glaube ich, zwei Tipps. Der hier hat eins. Und wo ist der andere mit der? Vielleicht findet ihr irgendein Muster in der Reihenfolge. Die meisten dieser Schlösser haben irgendein Muster. Ja, 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 ja. Wir sind aber noch auf der Suche. Gibt es nur diese zwei Tipps? Schauen wir mal. Also Bücher. Katrias Tagebuch. So, das sind die Standpunkte. Kein Name, keine Information. Meine Karte mag unpräzise sein, aber dank ihr bin ich hier. Vielleicht bin ich ja doch etwas... Ach da, guck mal. Sie hat's. Vielleicht bin ich ja doch etwas Großem auf der Spur. Habe die Schatzkammer erreicht. Hier ist ein Klangschloss, das immer noch funktioniert. Wenn ich mir die Leichen hier so ansehe, funktionieren vermutlich auch noch die Fallen. Ich konnte keine Hinweise finden, also werde ich eine Skizze anfertigen und mich vorsichtig heranarbeiten. 5 Resonatoren, 5 Töne. Ich muss sie nur in der richtigen Reihenfolge spielen. Mal sehen. So. Also. Wir haben 1 und 2. Das sind 5 Resonatoren. So. Den hier, der Kopf, den hier, da ist die 1, hier ist die 2 und der hier ist nicht die 3. Gut, jetzt gucken wir mal die Notizen vom Banditen an. Oder vom Abenteurer, wo ist die? Papierfetzen, da. So, zack, 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 2, 3, dann ist 3 hier oben. Aber eigentlich kriegt man doch noch mehr Informationen, oder? Gucken wir mal. Das hier ist alles nicht der Fall.
Kann man auf den Papierfetzen noch was erkennen? Nee. Dann müssen wir ausprobieren. Okay, alles klar. Da sind die drei, da oben sind die anderen beiden. Wenn alles andere nicht hilft, probiert es aus und seht. Ja, ich bin dabei. Setz mich hier voll unter Druck. Was passiert? So, die eins ist unten links. So, eins. Zwei. Ihr habt es. Drei. Vier. Ich habe es. Wie, du hast es? Ich hab das! Hallo? Jetzt haut die einfach ab. Tja, blöd, wenn man an der Tür hängen bleibt, hm? Das ist sie. Ethereum-Splitter, davon haben wir ja einen. So, 4, 5. Ich habe mir jetzt die Fallenkombination mal aufgeschrieben. Sollte was passieren mit dem Absturz oder ich muss es nochmal spielen, weiß ich es dann. Ethereum-Splitter. Also, ist es wahr? Was ist das? Lasst mal sehen. Seht euch den Rand an. Hier ist ein Schnitt. Ein präziser Schnitt. Hättet ihr noch ein Stück in ähnlicher Größe, würde es einschnappen. Ich habe einmal eine Zeichnung davon gesehen. Dieser Splitter ist Teil eines Schlüssels. Ein Schlüssel aus reinem Ethereum. Der Schlüssel zur Schmiede. Und was nun? Wir müssen natürlich noch die anderen Teile finden. Es müsste noch... drei weitere geben. Eines für jede der vier Städte, die an der Schmiede mitgearbeitet haben. In meinem Tagebuch hatte ich eine Karte. Damit sollten wir anfangen. Ich besitze schon einen weiteren Splitter. Wirklich? Nun, also, das macht es leichter. Mhm. Und was nun? Wir müssen noch immer die Schmiede finden. Ich hatte einen Hinweis, wo sie ist. Es gibt viel zu tun. Ich mache mich auf den Weg und suche nach Hinweisen. Wir sehen uns bald wieder. Bestimmt. Nach so langer Zeit habe ich das erste Mal das Gefühl, dass dass wir es schaffen können. Und das habe ich euch zu verdanken. Vielen Dank. Gerne. So, Katria ist jetzt los. Und wir haben hier noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Oh. Sehr schön. Okay, Metallbarren. Gerne, gerne. Was war das? Ach, das ist auch nur Metall. Also. Die man noch einschmelzen müsste, die will ich nicht. Aber das nehmen wir gerne. Wunderbar. Also, wir haben den ersten Schritt zur Schmiede, beziehungsweise die ersten zwei Teile des Schlüssels zur Schmiede von 4. Jetzt müssen wir uns zum nächsten Bereich aufmachen. Irgendwo gespeichert. Ja, bevor der Falle gespeichert. Ich brauche aber die Falle noch. Muss mir mal eben kurz einen zweiten Speicherstand anlegen. Ich brauche die Falle in Zustand noch. Damit ich ein Thumbnail machen kann. Entschuldigung. So. Jetzt können wir weitermachen. Also, wir haben jetzt noch zwei. Ruinen, wo wir hin möchten. Zwei Ruinen. Und neben diesen beiden Ruinen haben wir dann noch die Schmiede, die gefunden werden muss. Das würde ich gern alles bis zum zweiten Weihnachtstag schaffen. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. So, unten wäre die Abkürzung gewesen. Die nehme ich doch direkt mal. Danke für den Tipp. Funktionierendes Sieb. Ja, da kann man auch mal müde werden. Bei dem, was vor einem liegt, kann einem der Körper schon mal sagen, Leute, da muss ich aber erstmal noch eine Runde schlafen. So, ich würde sagen, wir nehmen einfach einen ganz speziellen Schrei. Und fertig.
Schon können wir weiter. Oh, das hält aber lange an. Sehr lange. Bemerkenswert. Gut. Heimdall müsste vor der Tür geparkt sein. Ja, genau, bei meinem kleinen Lager. Und... Ui. Einer meiner Kater kommt Hallo sagen. Mal gucken, wo er hin will. Aktuell sehe ich nur nicht meinen Ausdauer- und Lebensbalken. Das ist alles in Ordnung. So, also, dann gucken wir doch mal auf die Karte. Die Karte zeigt uns Sachen an. Hier ist ein Ethereum-Splitter. Ansonsten nur diese eine Stelle zeigt er. Beim Sulf. Okay. So, wir würden dann mal zurück nach Markart gehen, denn von dort können wir die Kutsche nach Windhelm nehmen. Laufen wir mal los. Dann Drache im Himmel. Ja. Gut, dass der jetzt noch nicht auf uns aufmerksam geworden ist. Ich hatte nämlich jetzt keine Lust, mich mit dem zu käbbeln. Muss gerade überlegen, wo wir lang müssen. Ich meine hier links. Ja, hier links und dann rechts runter. Genau, dann können wir am Fluss entlang und kommen wieder auf die Straße, die direkt nach Markart führt. Wenn man erstmal ein paar Mal hier lang gelaufen ist, dann erinnert man sich auch an ein paar Dinge. Aber die da hinten prügeln sich schon wieder. Oh, ich muss hier rüber. Ich glaube, ich bin falsch. Nein, ich bin nicht falsch. Hier wird sich immer geboxt. Mal sind es Orkjäger, mal sind es Kaiserliche und Sturmmäntel, mal sind es Abgeschworene mit irgendwelchen Magiern. Tja. Riften und Ivas Stadt haben ihre Bären und Reach hat seine Abgeschworenen und Magier. Jedem das Seine. Gut, dann können wir jetzt die Kutsche nach Windhelm nehmen. Von dort auf nach Sulf aufbrechen. Nicht die Halterung beißen. Glaub mir, das tut weh. Das wollen deine Zähnchen nicht. Die Stadt. Wohin soll's gehen? Windhelm. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Alles klar, Chef. Ihr werdet sehen, dass sich in Windhelm viele Dunkelelfen aufhalten. Aus Morrowind. Nicht, dass ich... Selbst der Kutscher ist ausländerfeindlich. Meine Fresse, ey. Und das äußert er einfach gegenüber einem Breton. Nicht schlecht. So, Heimdall. Zuallererst werden wir einen kleinen Halt im Gasthaus Kerzenschein machen. Ein wenig uns am Feuer wärmen. Da ist ein Kurier, der was von mir möchte. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. Hau rein. Ja, das ist wahrscheinlich wieder ein Wort der Macht. Das brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Wir haben... Oh, schön. Dann ist doch noch Schnee zu Weihnachten. Guckt euch das an. Ist das nicht hübsch? Schön, ne? Gut. Dann starten wir nächste Folge bei Gasthaus Kerzenschein und werden... uns dann aufmachen zur nächsten Ruine. Heißt, Heiligabend die Folge rum. Ich hoffe, ihr habt alle Geschenke bekommen. Ich hoffe, ihr werdet schön beschenkt. Ich hoffe, ihr habt was Leckeres zu essen. Und eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein. Tschüss.